Ja, herzlich willkommen zu dieser Top-Begegnung zwischen dem Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Revierderby, sage ich da nur. Und ja, so ein Spiel zwischen den beiden Feinden. Schalke ist sogar vor Dortmund mit einer Tordifferenz von 11. Ja, und deshalb wird diese Partie hier richtig heiß. Heimo Wasserschneider ist der Schiedsrichter heute und ich bin richtig gespannt auf die Partie. So, Schalke stößt an mit das. Ist natürlich richtig windig im Dortmunder Stadion und so, dass die Schalker jetzt gegen den Wind spielen und das fällt ihnen jetzt deutlich schwerer, also müsste denen deutlich schwerer fallen. Augo. Geklärt zunächst. Es gibt den Einwurf für die Schalker. Rakitic. Neustädter. Augo. Hält das? Nimmt der Augo mit. Oh, wird er gefault und es gibt ihn den Strafstoß von Heimo Wasserschneider entschieden und es gibt direkt gelb. Was ist das denn? Sven Bender kriegt sie direkt gelb. Nach diesem Foul im Strafraum gegen Sven Bender und jetzt macht Zuntela. Huntela, 1-0! Schalke geht in Führung durch den Niederländer. Also, so sieht ein Revierderby aus. Nach 11 Minuten klingelt schon bei den ersten. Keine Chance für Roman Weidenfeller nach diesem Ball von Klaas-Jan Huntela. Und Huntela macht hier sein Ding. Was sagt Dortmund dazu? Ischek. Vegetarian. Oh, Reus geht da vorbei. Reus! Aubameyang! Und beinahe auch Elfmeter hier, aber Goretzka klärt nochmal zur Ecke. Nochmal sein Tor hier, sein Elfmeter-Tor von Klaas-Jan Huntela zum 1-0. Ecke, Henrik Mkhitaryan. Ja. Jetzt in Dortmund nochmal. Da ist ja viel drin. Ushida. Goretzka geht da vorbei. Goretzka. Immobile. Und jetzt haben die Schalker wieder mit dem schnellen Hölters. Nimmt er dazu, Huntela! Ganz toll! 2-0! Für die Gäste aus Schalke!
Was war das für eine tolle Vorarbeit von Jean-Louis Hülters, und Hutella macht das dann mit dem, ja, mit der Sohle. Ganz fein. Fünfte Saisontor für ihn. Dieser Abend kann sehr ungemütlich werden für die Dortmunder, wenn sie so weiterspielen. Höwedes macht das gut. Neustädter jetzt. Hier Jonobi hält das. Hält das. Und was macht der? Nimmt der auch da Fahrt auf für Bonetta. Nutella. Aubameyang. Auf Marco Reus. Reus. Und Fährmann, super Parade für ihn, vor ihm. Vegetarian. Verliert den Ball. Fahrlässig. Schölters verliert den Ball auch. Immobile. Und da ist es! Die Dortmunder sind auch da! 2-1, der Anschluss! So schnell kann's gehen! Und das war aufgespielt von den Dortmundern, super gemacht! Und ja. Ja. Viel Pass da. Goretzka ein bisschen gestolpert. Hat nicht damit gerechnet, dass er direkt kommt. Die Gitarre. Auf Reus. Gibt nochmal den Foul. Das Freistoß. Es ist die Mutter aller Derbys hier und da steht es gerade 1-2 für Schalke. Also ein krummes Ergebnis in diesem Derby. Aber okay, zur ersten Hälfte. Die Schalker gehen in Führung und wir gehen direkt in die zweite. Also Kehl rein für Nuri Sahin. Da ist er gekommen. Goretzka. Muntela, was macht er? Hat jetzt mehrere Anspielstationen, verliert den Ball gegen Schmelzer. Und Rakitic. Weinfeller. Sokrates. Neustädter. Und auch das war ein Foul hier. Nochmal hier sein Tor. Vor der Halbzeit. Rakitic. Der bringt ihn rein, oder? Ne, der schießt direkt. Oder ja, ob das jetzt eine Flanke war, weiß ich nicht.
Bender auf Reus. Und Hölters ist verletzt. Oh, der liegt da. Das ist gar nicht gut. Oh, jetzt gucke ich mal, für wen der reinkommt. Für Avjai. Das ist gar nicht gut, was da gerade passiert ist. Hier, Hölters. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Und das ist ein Mann, der Schalker, der so richtig wichtig ist. Und der jetzt verletzt ist. Gar nicht gut. Dafür ist jetzt Avjai in die Partie gekommen. Und Della. Also, hält das auch die Vorlage für Huntelaar gegeben. Oder vorbereitet. Jetzt gucken wir mal, wie das so weiterläuft. Schmelzer. Diesen Ball gegen Uchida. Avjai. Ist ja noch jung. Avjai. Avjai. Wieder die Schalker. Und der La. Kein Problem für Weinweller. Also, es ist bis jetzt keine hektische Partie. Eigentlich hätte man sich das so vorgestellt gegen die Schalker. Oben die Ballbilanz da. Ballbesitzbilanz. Goretzka. Und wer kommt da zum Kopf? Erstmal Einwurf. Augo. Holt da Matip ran. Matip. Boah, der soll nicht so kommen, wie der eigentlich kommen sollte. Der war sicherlich anders geplant. Weinweller, kurz auf Schmelzer. So, morgen könnt ihr noch die Partien anschauen. Bayern gegen Köln. Und Hertha BSC gegen Augsburg. Und viel mehr. Also das kommt dann jetzt raus heute, also mit dem Sinn auch heute. Goretzka, auch hier die Möglichkeit in der 82. Minute, und jetzt gibt's nochmal einen Wechsel. Ciro Immobile verlässt den Platz, dafür kommt Adrian Ramos. Heute war nicht sein Tag, und ja, Weinfelder nochmal mit dem Abschlag. Kuba. Also bleibt es beim 2:1, beim 1:2, oder kommt Dortmund nochmal? Ramos. Da hinten fertig, ja. Maranetta. Hugela. Zurück auf Avjai. Und hier das auch. Hier jetzt ein Foul, und jetzt geht's Heimo Wasserschneider zu Adrian Ramos und zeigt ihm da die gelbe Karte. Aber mehr wird da, glaube ich, auch nicht passieren. Es war viel Spannung in diesem Derby. Hier nochmal. Rakitic. Goretzka. Beinahe ein Eigentor. Beinahe. Und jetzt ist es vorbei. Dortmund verliert gegen Schalke mit 1:2. Und ja, das war's in diesem Revierderby. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und vielleicht auch einen Daumen. Und ich bedanke mich. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao.